Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Spaßvideo. Es geht mir vor allen Dingen um die abgelegenste Toilette der Welt. Ich weiß nicht, ob es die der abgelegenste Toilette der Welt ist. Ich hoffe es aber. Wer eine abgelegenere kennt, darf sie gerne in die Kommentare schreiben. Aber damit das Ganze nicht nur reiner Blödsinn ist, möchte ich noch schnell zwei tatsächlich interessante, hoffentlich lehrreiche Informationen weitergeben. Erstens, wenn man mit so einer topografischen Karte hier arbeitet, das ist die Open Topo Map von OpenStreetMaps, dann bedeuten die Farben, die hier verwendet werden, dunkelgrün liegt direkt an der Küste, also auf Meeresniveau, und je brauner es wird, desto höher wird die Landschaft. Also Gebirge werden schlicht braun dargestellt. Grönland ist dann eine gewisse Ausnahme. Grönland ist zwar durchaus bergig, aber in der Mitte scheint hier ein super hohes Gebirge zu sein. Und das ist tatsächlich nicht der Fall, sondern das ist einfach alles Eis, kilometerdickes Eis, und das führt eben dazu, dass wir hier durchaus auch mehrere Kilometer dickes Eis, führt dazu, dass wir eben eine Darstellung haben, als sei das ein fetteres Gebirge als der Himalaya. Das Ganze komplett weiß darzustellen wäre natürlich korrekter, aber ist in dieser Karte schlicht und ergreifend nicht vorgesehen. So, und die zweite halbwegs wichtige und Bildungsinformation, die ich noch einbauen möchte, ist: Grönland sieht hier so aus auf dieser Kartendarstellung, als sei das gigantisch, als sei das größer als Australien und fast so groß wie Afrika. Das ist natürlich Quatsch und kommt dadurch zustande, dass man hier eben versucht, ein rundes Objekt, mehr oder weniger rund, nämlich die Erde, zweidimensional als Karte darzustellen. Das funktioniert, je weiter man rauszoomt, immer schlechter, und wenn man wirklich den fast kompletten Globus zweidimensional darstellen möchte, dann gibt es enorme Verzerrungen, weil die Karte muss so breit sein, dass der komplette Äquator Platz hat. Das Problem ist, die Karte ist damit auch genauso breit im Norden und im Süden, wo die Erde ja deutlich schmaler ist. Also wenn man jetzt ein paar Meter vom Nordpol wegläuft und um den Nordpol kreisförmig drumherum läuft, dann ist man einmal um die Erde marschiert im Grunde, um die Erdachse. Wenn wir die Erdachse als wirklich super dünnen Stab, der von Nord zu Südpol verläuft, verstehen wollen. Und trotzdem müsste das auf dieser Form von Kartendarstellung genauso breit dargestellt werden, wie eben der Äquator lang ist. Und das führt eben dazu, dass wir eine extreme Verzerrung und Vergrößerung der Gebiete, die sehr, sehr nah am Nord- oder Südpol liegen, haben. Drum sieht die Antarktis auch so aus, als wäre sie die ganze Erdkugel umspannend. Ist sie ja quasi auch, ne? Und Grönland sieht eben auch so aus, als würde es im hohen Norden circa, ja, ich sage jetzt mal ein Fünftel der Erdkugel umspannen, was es nicht ganz tut, aber es ist schon eine ernstzunehmende Größe, sage ich jetzt mal. Aber in Wahrheit ist Grönland also nicht größer, so groß wie Afrika, und deutlich größer als Australien, wenn es auch eben sehr groß ist. So, und damit zoomen wir mal noch ein bisschen ran. Wir befinden uns also an der Südwestküste, schon nicht mehr ganz am südlichen Zipfel von Grönland, mehr so im mittleren Bereich gelegen, aber schon noch recht nah eben entsprechend an der Küste. Das große Braune rechts ist eben das Inlandeis, das langsam zwar zurückgeht, aber immer noch eine große Ausdehnung besitzt. Und direkt an der Küste liegt Sisimiut, die zweitgrößte Stadt Grönlands, mit circa so 5.000-6.000 Einwohnern, sowas um den Dreh. Und etwas weiter hinter Sisimiut, mitten im Nirgendwo, befindet sich dann das. Wir sind gerade auf einen sehr hohen Berg gestiegen. Und das Tolle ist, hier auf dem sehr hohen Berg, hier gibt es das abgelegenste Klohäuschen des Planeten. Da, 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 da. Das abgelegenste Klohäuschen des Planeten. Wir gucken es uns mal an. Also, damit man mir auch glaubt, dass es sich um das abgelegenste Klohäuschen des Planeten handelt, hier die Aussicht. Nein, da ist nicht irgendwo noch eine Berggaststätte oder sonst was. Da hinten auch nicht. Da auch nicht. Und nein, da oben kommt auch nicht die Berggaststätte. Und hinter mir immer noch nichts. Ja, also wirklich das
abgelegenste Klohäuschen des Planeten. Definitiv eine Sehenswürdigkeit, die ich dokumentieren musste. Schauen wir mal rein. Ich weiß selber noch nicht, was uns erwartet. Die Spannung steigt. Die Treppe ist etwas schräg. Leider sind die Nägel rausgerissen, sodass man auf der Treppe nicht mehr so gut das Klohäuschen betreten kann. Wir sind gespannt. Leider gibt es kein Geruchs-YouTube. Noch rieche ich nichts. Und ta-ta-ta-ta-ta! Mit Klobrille. In Holz. Sehr schön. Mhm. Sollen wir mal reingucken? Nein, machen wir nicht. Machen wir nicht. Das ist wie üblich. Ein hängen Plastikschüssel rein, machst ein Drittel voll und entsorg sie da hinten an der bereitgestellten Entsorgungsstelle. Ja, aber das abgelegenste Klohäuschen des Planeten. Ich bin begeistert.